einer Sage nach, meine Damen und Herren, war einst auf einer einsamen Anhöhe eine Burg mit einem mächtigen Turm beheimatet, auf der allseits gefürchtete Raubritter hausten. Wenn Kaufleute die Burg passierten, wurden sie von den Räubern nicht selten überfallen und ausgeraubt. Nach einiger Zeit verließen die Ritter den Ort, die Burg verfiel und nur der Turm blieb stehen. Von diesem Turm, so die Sage weiter, ergriff nun der Teufel Besitz. Immer um Mitternacht wurde die Glocke des Turms durch den Teufel geläutet, wodurch er seine Leute zusammenrief. Im Beisein dieser fuhr er mit Ross und Wagen unter schallendem Getöse in die Unterwelt. An dieser Stelle, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, versetzen Sie sich bitte einmal in die geheimnisvolle oder gar mystische Atmosphäre der Unterwelt. Was ist die Unterwelt überhaupt? Wie sieht es dort aus? Gibt es sie wirklich? Wenn wir Geschichten um diesen Ort, den wir auch Hölle bezeichnen, hören, läuft bei uns Menschen oft ein vorgezeichneter Film vor unserem geistigen Auge ab. Hierbei sind unserer Fantasie keine Grenzen gesetzt und unsere Gefühle oder Emotionen drücken sich aus durch Herzklopfen, einen kalten Schauer, welcher uns über den Rücken läuft, oder gar schwitzende Hände. Auch in unserer Sage waren die Angst und die Furcht der Menschen sehr groß. Jedoch konnte hier der Teufel letztlich von einem mutigen Mönch besiegt und verbannt werden. Daraufhin ist der Teufelsturm gänzlich versunken. Liebes Publikum, versetzen Sie sich nun gemeinsam mit uns in die Sage rund um den Teufelsturm und hören Sie in unserer Musik, wie der Teufel letztlich aus diesem verbannt werden konnte. Gute Unterhaltung mit dem Musikverein Böge Hohentingen.
Amen.